Berlin-Neukölln. Die Büchersendung live aus dem Schutz. Willkommen, ihr lieben süßen Mäuse, an unserer ersten Büchersendung online per Livestream auf Facebook, auf YouTube und auf Twitch. Ich habe von Twitch vorher noch nie gehört. Gisela Sommer, du? Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe ein bisschen den Ruf und auch zu Recht eine digitale Neandertalerin zu sein. Ja, das weiß ich. Deswegen, und ich bin vergesslich, wie heißt es? Twitch. Das ist anscheinend eine Gaming-Plattform. Ich weiß nicht so genau, vielleicht sind wir ein Computerspiel und wir wissen es gerade nur nicht. Oh, es ist ein Ego-Shooter mit Büchern? Ja, etwa? Genau. Das kann gut sein. So, jetzt, wir gucken mal auf unseren Screen. Ich versuche, so schlank wie möglich auszusehen in dieser Kameraeinstellung. Ich versuche es. Gisela, erzähl doch mal ganz kurz, warum. Oh Gott, aber das ist ja eine furchtbare Einstellung. Ja, so ist besser. Vielen Dank. Gisela, erzähl mal doch mal bitte ganz kurz, was machen wir denn heute hier? Wir machen heute eine einstündige Büchersendung quasi live in diesem Internet, ne, bei Twitch. Bei Twitch, Facebook und YouTube. Und YouTube machen wir das. Das Format dürfte ja allen geneigten Leserinnen, also der lesenden Köchin an sich auch bekannt sein. Du hast das ja angefangen vor, sagen wir mal, 10 Jahre auf jeden Fall. Im alten Spitz noch damals. Und dann natürlich vor echtem Publikum mit echten Menschen. Ja. Und das war ganz süß, zusammen noch mit Coco Lores zusammen früher moderiert. Und jetzt mache ich das mit dir, Gisela. Ja, wunderbar. Ist mir eine große Ehre tatsächlich. Ach, die süße Maus. Also ich liebe ja auch Bücher, zum Beispiel, wenn der Küchentisch wackelt. Oder, süß, oder ich habe ja 3 Bücherregale, die habe ich, weil ich wohne im Plattenbau in so einem Transvestitenschließfach, ne? Und da habe ich so eine lange Fensterzeile, ist eh immer zu hell, ne? So, und da habe ich einfach die Bücherregale davor gestellt, was ein großes Hallo bei meinen Freundinnen ausgelöst hat. Die halten mich jetzt für noch schwachsinniger als zuvor, aber das ist ein anderes Thema. Und damit habe ich so eine akustische Lösung gefunden, damit ich das Privatfernsehen besser gucken kann. Oh ja, halt, ne? Das finde ich eine süße Idee, Gisela. Interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Wir wollen kurz unsere Zuschauerinnen und Zuschauern und Exklusivgeschlechtern kurz erzählen, was wir hier heute machen, weil das hast du gar nicht gemacht. Du hast dich wieder ganz schön ich habe nur gesagt, dass es Büchersendung heißt. Ja, aber genau. Und dann bist du schon wieder abgeschwiffen. Ja. Wir haben nämlich... Ja. Achso, mache ich jetzt weiter. Ja. Lesen wir euch Texte vor. Das bedeutet, wir haben Texte vorbereitet. Und ihr könnt natürlich auch, wie ihr vor euren Endgeräten sitzt, Texte einschicken. Das bedeutet, schreibt dem Schwutz auf Facebook eine Facebook-Nachricht. Die wird dann hier empfangen. Und wenn der Text wirklich lesenswert ist, wir wollen keine Telefonbücher vorlesen oder eine Grindr-Chats oder sowas, obwohl, sage ich auch ganz süß, dann wird uns das hier nach vorne geleitet. Auf dein iPad, Gisela. Genau, hier ist ein iPad hinter diesem ganzen Geramsche verborgen. Nee, man kann es einfach nicht sehen, aber glaubt mir einfach, hier ist ein iPad und da kriegen wir also live aus der Regie, aus der Laber- und Bildregie kriegen wir Hinweise. Zum Beispiel lese ich hier Kaffeemaschine anmachen. Ach so, das muss ich jetzt erstmal machen. Machst du mal. Warte mal, ich muss schlank aussehen. Moment, schlank. Du bist wahnsinnig schlank. Ich bin wahnsinnig schlank. Ich habe es gar nicht beobachtet, konnte man Jurassica von hinten sehen? Weil ich habe nämlich im Backstage hätte ich das Kleid zumachen sollen und das hat sich in der Haut von Jurassica verfangen. Aber Gott sei Dank nimmt sie starke Schmerzmittel wegen der künstlichen Hüfte. Bei mir ist alles künstlich, Gisela. Aber wir haben gar kein Wasser für die Kaffee. Ach doch, das ist alles schon durchlaufen lassen hier, Mensch, toll. Ich habe zwar gar keinen Appetit auf Kaffee gerade, aber gut. Für die Kamera. Ist die richtig schon drunter hier? Das sieht komisch aus. Lass doch gar nicht da rein. Lass einfach die Finger davon, Darling, wirklich. Aber läuft die jetzt schon, oder was? Ja, ja. Ich hätte gern Sektchen, das kann ich viel besser. Mach doch mal auf da, oder soll ich mal? Weil Sekt kann ich. Warte mal, wir müssen ja kurz das Kleid auch noch erklären, Gisela. Weil ja, da hatte ich schon begonnen bin mit. Zu genau. dick geworden für das Und weil Kleid. Es sich in der Haut verfangen hat, habe ich dann einfach so nach Dekorateurinnenart, habe ich das mit Sicherheitsnadeln gelöst, meine Damen und Herren. Ja. Denn sowohl Jurassica Parker als auch meine Wenigkeit haben festgestellt, dass wir in der Corona-Zeit etwas fetter geworden sind. Ich schiebe es nur gerne auf Corona. Ich glaube, ich war schon vorher so fett. Ah. Aber jetzt habe ich eine Ausrede, weißt du? So, ich mache das mal kurz auf. Du machst mal weiter. Kannst ja was vorlesen vielleicht. Okay, super. Ja, vielleicht. Also, meine Damen und Herren, wir haben auf jeden Fall hier schon eine gewisse Auswahl von tollen Büchern liegen, die uns also von eifrigen Leserinnen und Lesern reingereicht wurden. Zum Beispiel das hier. Kann man das sehen? Ja. Nein. Ja. Ah ja, okay. Das heißt nämlich, sobald es scharf wird, kann ich...
Cheers, Darling. Also es heißt auf jeden Fall schön sein und schön bleiben, meine Damen und Herren. Dem Einband nach, das sieht ein bisschen nach Kriegsarmut aus. Das ist eventuell von 1941. Wir lassen uns überraschen. Ich bin sehr gespannt. Dann haben wir einen Klassiker quasi. Ne? Alle von euch, die literarisch interessiert sind und einsam sind, haben Katzen zu Hause. Und deswegen wird euch folgendes Werk sehr interessieren. Warum Gisela. Katzen malen? Eine Theorie der Katzenästhetik. Gisela, ganz ja? kurz, darf ich dazwischen grätschen? Ja, bitte. Ich weiß, du bist ja nur endlose Bühnenshows gewöhnt, ja. wo dem Publikum egal ist, wie sehr du dich verzettelst. Ach so. Wir haben ja nur eine Wir Stunde haben nur Zeit. Eine Stunde Zeit. Ja. Von daher, lies doch erstmal was vor. Ich lese was vor? Ja. Okay. Womit wollen wir anfangen? Hast du irgendwie eine Präferenz? Du hast mir vorhin von diesen Habsburger Inzest-Sachen erzählt. Das finde ich ganz süß. Inzest ist immer ein schönes Thema, meine Damen und Herren. Also meine Damen und Herren, ich habe das mal zufällig entdeckt, das Werk, aus dem ich nun vorhabe zu lesen. Es ist von Christian Dickinger. Über den Autor weiß ich genau Folgendes, nämlich, dass er dieses Buch geschrieben hat. Und es heißt Habsburgs schwarze Schafe. Heißt es? Wunderbar. Habsburg, kurz daran erinnert, ne, die Habsburger, also eines der mächtigsten Herrscherhäuser in Europa, die haben also die europäische und Weltgeschichte erheblich beeinflusst und das über sowas wie 900 Jahre bis 1806 das Heilige Römische Reich deutscher Nationen aufgelöst wurde. Und tatsächlich ist die Geschichte der Habsburger davon gekennzeichnet, dass die im Wesentlichen innerhalb der eigenen Familie geheiratet haben und das führte halt zu besonderen Merkmale des hochadeligen Inzests, meine Damen und Herren. Und ich möchte vielleicht fange ich an, es gibt so eine charmante Einführung. Natürlich gehört also zu den Merkmalen von Verruchtheit und Verdorbenheit auch die Homosexualität, meine Damen und Herren. Und ich gucke mal gerade, wunderbar, das ist auch ein sehr typischer Vertreter des Hauses Habsburg. Das ist der Erzherzog Ludwig Viktor, der homosexuelle Transvestit im Gewande des Prinzen. Ich möchte noch mal ein Bild zeigen, man sieht ihn hier nämlich im Damenkleid. Kann man das noch mal? Im Damenkleid? Im Damengewand, der Herr im Kleid ist das, guck mal. Sieht ein bisschen aus wie, naja. Wunderbar. Und ich fange einfach mal an. Hier. Das Unterkapitel ist überschrieben mit »Die Welt von diesen Scheusalen durch Kastration oder Internierung in einem Narrenhause zu befreien«. Homosexualität war ein Begriff, der um die Jahrhundertwende noch wenig bekannt war. Wenn schon davon gesprochen werden musste, bediente man sich der Bezeichnung Päderasterie. Obgleich Homosexualität zu allen Zeiten und in allen Gesellschaftsschichten weit verbreitet war, handelte es sich um ein Tabu. Wurden Prominente dieser unnatürlichen Neigung verdächtigt oder gar überführt, war der Skandal vorprogrammiert. Es sei nur an den skandalisierten Fall des deutschen Fürsten Philipp Eulenburg erinnert, der wegen des Verdachtes der Homosexualität verhaftet wurde. Der Fürst war ein besonders enger Freund von Kaiser Wilhelm. Die beiden bezeichneten sich einander in ihren Briefen als Liebchen und alte Philine. In seinem Buch über die berühmten Päderasten der Geschichte zählt der Wiener Mediziner Magnus Hirschfeld unter anderem mehrere Kaiser des Römischen Imperiums, 7 Päpste und 3 russische Zaren auf. Ferner nannte er 3 englische Könige sowie den Prinzen Eugen, der in Frankreich als Madame Simon verspöttelt wurde. Er inkommodiere nicht mit Damen, soll der edle Ritter einmal bemerkt haben. Ein paar schöne Pagen wären besser meine Sache. Auch Marie Antoinette soll eine praktizierende Lesbierin gewesen sein. Diese Neigung ihrer Schwester soll Erzherzogin Marie-Christine geteilt haben, die mit großer Wahrscheinlichkeit ein Verhältnis mit ihrer eigenen Schwägerin Isabella hatte, der Gattin von Kaiser Joseph II. Zitat, allerliebste, allerschätzbarster Schatz, hieß es da etwa, ich küsse dein erzenglisches Arscherl. Die Damen gaben sich auch die briefliche Zusicherung, dass sie einander bei der allerhöchsten Inanspruchnahme des gegenseitig geschenkten Nachttopfes gedenken würden. Danke, Gisela. Gerne. Das hast du sehr süß gestaltet, süß, muss ich sagen. Meine, ich habe es auch noch dreimal verlesen. Ja gut, ich meine, du bist ja jetzt auch nicht so versiert mit Lesen. So, was hast du da? Ich habe... Liebe wird überbewertet. Liebe wird oft
über, ich muss diese Kameras, ich muss mich, Alter, Liebe wird oft überbewertet, ja, von Christiane Rösinger, die war auch schon mal bei uns in der Büchersendung vor ein paar Jahren, schon ein bisschen her, eine sehr sympathische Frau, möchte ich sagen. Ja, und große Künstlerin. Große auch. Künstlerin und die hat auch einen sehr trockenen Humor, was ich sehr, sehr schön finde. Und da gibt es in dem Kapitel Die 10 Pärchenlügen eine schöne Aufzählung von 10 Pärchenlügen. Wer hätte das gedacht, liebe Gisela? Wunderbar, wunderbar. Um in Zukunft den Lügen und Halbwahrheiten der Pärchenlobby etwas entgegensetzen zu können, ist es daher wichtig, sich der allgegenwärtigen Pärchenlüge bewusst zu werden. Die Pärchenlüge umfasst eigentlich einen ganzen Lügenkomplex. Sie ist das Haus der Lüge, unter dessen Dach sich mehrere andere Lügen eingenistet haben. Fassen wir also an dieser Stelle einmal die größten Pärchenlügen zusammen. Erstens die Paarlüge. Das Paar an sich ist die beste Lebensform. Der Mensch kann sich nur als Teil eines Paars voll entfalten. Die Realität, das Pärchentum ist eine sehr anfällige, instabile, auf wackeligen Kompromissen beruhende Organisationsform, die in den meisten Fällen nur aufrechterhalten werden kann, wenn einer der Partner oder Partnerinnen seine Bedürfnisse unterdrückt und sich der anderen unterordnet. Hast du eigentlich einen Partner? Nein, erstaunlicherweise nicht. Mich wundert das gar nicht, ehrlich gesagt, Gisela, weil du bist ja sehr verschroben. Oh, das ist aber noch wirklich die nettere Vokabel, um das zu beschreiben. Was gibt es denn noch für andere Vokabeln? Naja, ich habe mal, als ich aufgehört habe, bei Geromeo ein Profil zu haben, habe ich mal erlaubt, mir zum ersten Mal in meinem Leben, das ist nun schon 45 Jahre wert, jemanden anzuschreiben. Ansonsten habe ich immer gedacht, ich werde gefunden. Ne? So. Ja, das, ja, ja. Ja. Und da habe ich mal jemanden angeschrieben, der hat dann so kurz überlegt und dann hatte der einen Freund, der kannte mich offenbar und hat dann geschrieben, na, mir hat jemand erzählt, dass du nicht alle Tassen im Schrank hast. Ach so, das siehst du mal. Nicht. Und da hatte ich nicht mehr so richtig Ach, voll viel Lust. Deshalb trägst du auch Frauenkleider. Ja, damit mich niemand erkennt. Ach so, jetzt wird mir das bewusst, Gisela. Ja. Das ist aber auch wieder clever von dir, muss ich sagen. Ja, aber sagen wir mal so, ich habe den Eindruck, bei vielen perückentragenden Herren ist das Kompensation Alle auch im genau. Wesentlichen. Zweitens, die Partnerschaftslüge. Das Paar, wie es sein soll, bleibt ein Leben lang zusammen, ist sich gegenseitig Stütze und bester Freund und genießt auch nach 20 Jahren Beziehung immer noch und mehrmals wöchentlich leidenschaftlichen Sex miteinander. Darf ich da kurz einhaken? Du Gerne, hast ja eine Gisela. Beziehung. Mehrmals wöchentlich leidenschaftlichen Sex? Also mehrmals wöchentlich ist utopisch. Aber zwei, dreimal im Monat kriegen wir es noch hin nach acht Jahren. Ja. Und also ist das dann verabredet und so quasi habt ihr so eine Art WG-Kalender, wo das angekreuzt ist? Na, wie stellst du dir eigentlich unseren Haushalt vor? Nee, mein Ehemann ist halt dann willig und dann steigt er über mich rüber gerne mal. Ne? Ach, willig und steigt über dich steigt rüber. Dann das über ist mich eine rüber, lustige genau. Verdrehung. Klaus, wenn du zuguckst, tut mir leid, ich habe nicht. Oh Gott, das ist mir schon wieder sehr peinlich. Weiter geht's. Die Realität. Dieses Ideal wird natürlich so gut wie nie erreicht, denn die Idee dauerhaft leidenschaftlicher Partnerliebe ist ja a priori ein unauflöslicher Gegensatz. Wir können ja nachher vielleicht noch weiter daraus vorlesen, weil ich habe ja auch ein bisschen die Herren über die Zeit, weil wir sind jetzt schon bei 46 Minuten noch Restsendezeit, liebe Gisela. Oh, Gott, wir müssen noch das Gewinnspiel erwähnen. Ja, das Gewinnspiel, ne? Ich kann schon mal, sag mal, wie geht das? Achso, soll ich das machen? Ja, das wäre besser, weil... Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da die Kamera. Ihr könnt heute zwei Bücher gewinnen. Und zwar unsere zwei Gästinnen von Eisenherz bringen zwei Bücher mit, lesen daraus vor und die könnt ihr gewinnen. Das bedeutet, wenn wir das Startsignal geben, dann postet ihr bitte ein blaues Herz-Emoji unter unseren Livestream auf Facebook. Und der oder die Erste mit dem blauen Herz-Emoji hat dann ein Buch gewonnen und der oder die Zweite dann hat das zweite Buch. Hast du das verstanden, Gisela? Ich habe das verstanden, ja. Also, und wenn ich das verstanden habe, heißt das, dass die anderen, dass die jungen Leute das schon können. Hoffe ich doch wohl sehr. Die kriegen das raus. Ja. Hoffe ich doch wohl sehr. Ich guck mal, was der Kaffee macht. Ja. Ich muss aber schlank aussehen. Moment. Schlank, 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 schlank. Haben wir nicht vorhin im Backstage auch über Love-Handles am Rücken gesprochen eigentlich? Ja, du bist ja hier an der Seite sehr fett geworden. Ich bin tatsächlich an der Seite und nach vorne. Ich krieg's also wirklich nach so ein, vorne auch? Ja, ich habe inzwischen, kann ich sagen, also als dürres Monstrum kann ich sagen, dass ich einen Bauch habe, der über den Hosenbund drüber hängt. Wenn ich, ja, süß. Willst du das mal präsentieren vielleicht jetzt hier? Ich versuche das mal. Das wäre toll.
Ach, das gibt's ja nicht. Toll, aber. Und da siehst du ja deine Hoden jetzt nicht mehr, oder? Nee, ich sehe meine Hoden nicht mehr. Aber wie gesagt, ich spüre meine Hoden, weil der rechte zumindest, wenn ich abspritze, zieht sich unter die Bauchdecke. Das hast du mir vorhin schon erzählt. Warum zieht sich dein Hoden unter die Bauchdecke? Das weiß ich auch nicht, warum der das macht. Ist das ein medizinisches Phänomen, was noch nicht erklärt worden ist? Es kann nur das sein. Ich bin ja sowieso ein Phänomen, du ja auch ein bisschen wahrscheinlich. Also. Meine Hoden ziehen sich niemals zurück in die Bauchhöhle. Ach so. Ach, du hast das schon wie bei alten Leuten. Ne? Dieser Muskel erschlafft ja und dann hängen die sehr, sehr tief runter. Und dann sieht das ein bisschen wie das Foucault'sche Pendel eines Tages aus. Genau, morgens beim Zähneputzen, dann pendel ich aus, wie der Tag so wird. Ist halt eine süße Sache. So, willst du einen Kaffee trinken jetzt? Oh ja. Also sofern es Sekt ist, möchte ich einen Kaffee, ja. So, guck mal hier. Sehr amerikanisch irgendwie das Ding hier. Ja, das ist wie in diesen Sitcoms. Do not boil liquids in pot. Okay, na dann. Ach, du willst gar keinen Kaffee? Nee, auf keinen Fall. Ich auch nicht. Nee. Dann lassen wir es einfach. Nein. Lass mal das einfach mit dem Kaffee. Möchtest du vielleicht noch Sekt, Darling? Dein Glas ist erschreckend leer geworden. Ja, ich brauche trinken Sekt. Ja. Bedien mich mal. Schlank, 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 schlank. Immer von rechts. Schlank. Oder ist das nur in Österreich? Warte mal, ich mach mal jetzt ohne Bauch reinziehen. Guck mal hier, da sieht man hier, wie das über der, der Bauchfellkurse hier, dieses kleine, diese kleine. Ach, ist das süß. Ist das süß? Mhm. So. Darling, wir haben ja noch eine Einreichung, und zwar, warum Katzen malen. Wärst du in der Lage oder müssen wir noch beenden? Nö, wir können das immer wieder machen, später wenn es so langweilig wird. Magst du vielleicht einfach so wahllos malen? Das ist nämlich eine Theorie der Katzenästhetik. Und meine Damen und Herren, meiner Ansicht nach sind ja Katzen die am meisten überschätzten Tiere weltweit. Ne, es gibt ja einfach gerade in Berlin auch sehr viele so angehende Wutbürgerinnen, die dann zu Hause einfach mehrere Katzen oder auch nur eine misshandeln, indem sie sie einsperren und die für wahnsinnig intelligent halten. Da ist das Einzige, was sie leisten, eigentlich, dass sie so Haarbälle auskotzen, weil sie aus Versehen Haare gegessen haben. Und das Klo voll scheiße. Und einfach auf das Kissen pinkeln, wenn sie schlechte Laune haben. Ja. Guck mal, hier wurde schon was markiert und zwar aber auch mit einem Autogramm von Carola Höhn. Carola Höhn, wer ist das? Kennen wir Carola Höhn? Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber die hat den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Ich habe keine Ahnung, warum das da drin ist. Das ist irgendwie eine ältere Dame, die anscheinend Schauspielerin ist. 1990. Und obwohl sie eine Dame ist, hat sie versucht, wie ein Transvestit auszusehen. Was ich, das ist wirklich ein Zeichen der Solidarität und Wertschätzung. In den 70er Jahren sahen ja Frauen gerne aus wie Transvestiten. Oh ja, das war toll. Deshalb sehen wir alle so schön aus, wenn wir uns daran orientieren. So, wir kommen jetzt zu den 12 bedeutendsten KatzenkünstlerInnen. In Kapitel 3. Jetzt können wir uns mal aussuchen. Ich würde gerne eigentlich. Oh, das sind aber wirklich lange. Oh, du kannst ja mal so reinlesen. Ich lese mich mal rein. Ah, lese mal so rein. Wong Wong und Lulu, ein Maler-Duo. Ja. Wer Wong Wong und Lulu heute zusammen arbeiten sieht, kann kaum glauben, dass ihre erste Begegnung von gegenseitiger Feindseligkeit geprägt war. Lulu, in Klammern Luigi Vibratini Paletti, ein männlicher Balinese, hatte sich bereits als führender italienischer Katzenmaler etabliert, als die geschmeidige, 8 Jahre jüngere Siamesin Wong Wong in seine benachbarte Villa einzog. Bei ihrem, meinen die das ernst? Die meinen das tatsächlich ernst, ja. Das ist ein bisschen so wie Attila Hildmann und so, die meinen das ernst. Ja, und dann sagen die Leute zu uns, dass wir bekloppt sind. Entschuldige mal bitte. Das ja sage ich doch auch immer irgendwie, da guckst du doch mal um. Ihr von Eisenherz, habt ihr solche Literatur auch bei euch im Laden? Ja. Du bist Katzenlesbe. Autsch. Na gut, da reden wir gleich nochmal drüber. Wir haben eine Katzenlesbe heute hier. So, beide bei ihrem ersten Treffen auf Lulus Landsitz in San Vosino bei Bologna war Lulus Besitzerin Sophia Di Bacci zugegen. Lulu war ganz vertieft in seine Arbeit an dem großen Wandgemälde in Weiß. Inspiriert hatte ihn dazu ein unglücklicher Zwischenfall, bei dem eine Reihe von Milchflaschen umgefallen war. Gisela, ich bin ganz hingerissen auch. Wirklich, Ein Absatz noch und dann können wir auch dann gerne weitermachen. Da schlenderte Wong Wong aus dem Gebüsch herüber, von wo aus sie ihn beobachtet hatte und fügte seelenruhig einige anmutige Pfotenstriche ohne Farbe hinzu, als ob sie ihr Leben lang nichts anderes getan hätte. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, aus der Wong Wong als die deutlich unterlegene und sehr viel weißere. Filmst du mir gerade in Schritt? Nein, aufs Buch.
Ich habe gerade meinen Schlüpfer gesehen. Oh. Unverschämtheit. Schlank. Doch nach einigen Wochen begannen Wong Wongs beharrliche Versuche, ihm zu helfen, Lulu offensichtlich zu beeindrucken. Schließlich akzeptierte er sie als Partnerin beim Malen. Ist das nicht schön? Das ist wahnsinnig schön. Erschienen im Verlag Taschen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wer jetzt spenden möchte an das Schwutz, an die Travestie, weil Travestie kostet Kraft und viel, viel Haarspray, bei PayPal geht das ganz einfach, und zwar bei spende@schwutz.de und nach Text iPad. Nach Text bekommen iPad. Wir gerade rein. Was? Das ist niedlich. Wir haben ein iPad und kriegen auf Zettel gezeigt, dass wir aufs dann iPad noch mal andere Zettel reingehen. Man reicht. Ist begeistert. Weiß man nicht so genau, wo man zuerst hingucken sollte. Man wird halt so umgattet. Ah. Oh, hey, was wir denn? Haben jetzt schon, wir haben einen Kommentar von einer teilnehmenden Person, die sich in diesem anonymen Internet Robo W nennt. Und da sagt diese Person, Katzen sind die Fuckboys der Tierwelt. Was sind denn Fuckboys? Das weiß ich nicht. Das entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Ich bin ja, ich führe ja seit 27 Jahren das Leben einer Heiligen. Also ich habe so lange keinen schwulen Sex gehabt, dass man wirklich in Frage stellen könnte, ob ich überhaupt homosexuell noch bin. Aber du hast doch so einen großen Penis, Gisela. Ich habe halt wirklich sehr großen Penis. Ich meine, ja, diesen wahnsinnig großen Penis. Ja. Da habe ich nur schlechte Erfahrungen. Hast du nur schlechte Erfahrungen mitgemacht? Das ist natürlich doch auch doof, Gisela. Das tut mir ein bisschen leid. Wir haben jetzt nicht klären können, wer diese Carola Höhn ist. Aber gut, ist ja auch egal. Aber es ist ja eine schöne Aufgabe fürs nächste Mal, weil dies ist ja ein Auftakt für eine ganze Reihe von Büchersendungen. Wollen wir es hoffen, ja. Ja, ich hoffe das auch sehr, ja. Also deshalb, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn euch diese Sendung gefällt, dann bitte kommentiert das unter das Video auf YouTube, auf Twitch, weiß ich nicht, ob man das da kann, und natürlich auf Facebook, weil wir wollen natürlich weiter streamen. Genau, da könnt ihr einfach schreiben, ne, mehr Büchersendung oder mehr Psychopharmaka, also was euch gerade so beides wäre auch einfällt schön zu unserer heutigen Leistung. Ja. Wunderbar. Leistung. Muss mal gucken, ob es eine Leistung wird. Wir werden sehen. Ja, so, Gisela, wir haben jetzt noch 37 Minuten Zeit. Mhm. Ich finde, wir sollten langsam vielleicht erstmal unsere Gäste auf die Bühne holen. Das ist eine sehr schöne Idee, Jessica. Wir haben nämlich Gäste, das haben wir bereits verraten. Und zwar, und da hatte ich mir ja so eine, also in Zeiten von Corona hat man ja auch Zeit, so Rücksprache mit sich selber und seiner Depression zu halten. Ne? Und da habe ich im umfangreichen Schatz meiner hinterlassenen Kinderfotos von mir selber. Och, was ist das süß gestaltet. Ja, da hab ich das. Weil wir haben nämlich Gäste von einem Buchladen, der heißt So wie die Frisur, die ich hatte. Kann noch mal jemand... Kann die Kamera das einfangen? Das bin ich. Kann die Kamera das einfangen? 1975... So. Und ja, mich da sehr. Du bist aber auch ein süßes Pingelchen, ja, ne? Sehr mopsig. Ich bin mopsig. Da warst du warst so ein fettes Kind. Ich war ein fettes Kind tatsächlich. Okay. Ja, tatsächlich. Shaming, but meine die Ärzte haben sich Sorgen gemacht, weil ich so fett war, fanden sie, dass sie auch meiner Mutter gesagt haben, da müssen wir was machen. Meine Mutter hat beteuert, das Einzige, was das Kind falsch macht, ist, das Kind isst alles auf. Isst alles auf. Und dann habe ich beschlossen, ein sehr dürrer, langer Transvestit zu werden. Weil hast du jetzt schon erklärt, warum du das Foto zeigst in Verbindung mit unseren Gästen? Ich hatte angefangen, wegen der Frisur nämlich. Und das ist nämlich die klassische Mireille Mathieu, aber auch Prinz Eisenherz Frisur. Ja. Und das ist jetzt eine ganz elegante Überleitung zu unseren Gästen vom Buchladen Eisenherz, meine Damen und Herren. Ja. Und ich begrüße mit einem nicht vorhandenen Applaus, aber einem gedachten oder eingespielten. Da kommt jetzt schon der Einspieler. Oh. Ich muss aber weg. Oh Gott. Jetzt sind wir, kommt rein. Franz und Nancy, Nancy und Franz. Ich muss aus Corona-technischen Schutzgründen, muss ich jetzt so lange hinter die Bar gehen, damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Ja. Aber hinter der Bar fühle ich mich sowieso am wohlsten. Und Gisela, du kannst das einfach jetzt alleine machen. Ich stehe hier und saufe. Auch alleine, na sag mal. Ja. Das ist ja auch ganz vorteilhaft mit dieser Schweinelampe quasi in Antlitzhöhe bei dir. Also das ich weiß halt nicht, wie die Bühnendekoration gemacht hat, aber diese Jemande wollte mich anscheinend nicht im Bild haben. Die hat es gut gemeint. Ja. Okay, hallo ihr Lieben. Also wir haben hier Franz und Nancy, ne, richtig? Hallo. Herzlich willkommen in der Büchersendung live in diesem Internet. Ihr habt Internet zu Hause auch? Nein. Nein? Nee, echt nicht? Nein. Ach, wie niedlich, kann ich bei dir einziehen? Wie, du hast kein Internet zu Hause? Nein? Okay. Ah, okay, ja. Also, du bist kurze Zwischenfrage, dann kannst du weitermachen. Ja. Möchte jemand einen Schnaps trinken vielleicht? Schnäpschen? Ja.
Na, der Schwule will wieder Schnaps haben, ist ja wieder typisch. Ja. Randgruppenkompensierung. Ah, Kaffee. Kaffee ohne Milch. Kalter Kaffee ohne Milch? Nee. Gar nichts. Okay, ja, wunderbar. So, ihr Lieben, also ihr seid vom Buchladen Eisenherz, ne? Yep. Heißt der ja? Der hieß mal Prinz Eisenherz, daher kam ich auf diese schöne Frisur, die ich hatte. Ja. Ich hätte erstmal so an euch, an die Allgemeinheit der buchhandelnden homosexuellen Menschen sozusagen, wie ist der Buchladen durch die Krise gekommen? Kann man das sagen irgendwie? Also die Frage ist ein bisschen, bestellen, man kann bei euch auch bestellen, ne? Also man muss nicht dahin und wühlen, obwohl das sehr schön ist. Das weiß ich aus eigener Anschauung. Die Frage ist dann, der Homosexuelle oder die Homosexuelle in der Krise alleine zu Hause, bestellen die eher Turnschuhe oder Wohnaccessoires oder Bücher? Die bestellen tatsächlich unglaublich viele Bücher. Gucke ich dich an oder in die Kamera? Das ich weiß ich auch nicht, aber guck einfach mich an. Nee, wir hatten, als es losging, tatsächlich deutlichen Einbruch im Laden. Wir durften aber im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern, weil ja in Berlin waren die Buchhandlungen weiterhin geöffnet, ja. Die wurden unglaublich solidarisch ab wieder eingefangen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Bestellungen bekommen. Ah, ich spreche falsch. Entschuldigung. Und das hat das wieder aufgewogen. Uns geht es finanziell gut. Mhm. Wir haben die Hilfen bekommen, die alle bekommen haben. Mhm. Wir arbeiten ein bisschen kompliziert, weil wir zur Sicherheit, damit wir nicht alle gleichzeitig in Quarantäne müssen, wenn was passiert, separiert. Roland einen Tag, wir beide einen Tag. Deswegen dürfen wir beide uns eigentlich jetzt hier auch kuscheln. Weil ein Roland-Tag ist, ja? Ja, wir sind okay. Heute hier, weil heute unser Tag ist, genau. Ja. Ah ja, okay. Ja. So, nun habt ihr beide Bücher mitgebracht sozusagen, ne? Und ich weiß nicht, ich fange einfach mal vielleicht mit dir an. So. Sehr gerne. Erzähl doch mal Buchtitel und mich würde natürlich auch interessieren, Details zur Autorin wahrscheinlich. Ja, also ich habe mitgebracht Vorbild und Vorurteil. Da geht es über lesbische Spitzensportlerinnen, die geoutet sind und die halt eben aus ihrem Sportleben erzählen. Mhm. Deswegen habe ich mich heute auch ein bisschen bunt aufgetufft. Ja, und du hast also wirklich auch ganz vorteilhaft das Logo überklebt. Ja. und ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber wir haben auch sämtliche Bücher, die wir konnten, ausgeliefert innerhalb der Stadt, machen das auch weiterhin. Ihr macht das selber, ne? Ja, selber parat. Und deswegen habe ich da auch ein Interview, was ich sehr, sehr schön finde, weil ich die Interviewpartnerin super sympathisch finde, die auch Radsportlerin ist. Achso, und du wolltest wissen zur Autorin, das ist ein Kollektiv, die haben das Ganze in einer Start Next Kampagne rausgebracht, dieses Buch. Und aber die eine Mitherausgeberin, Corinne Rufli, kannte ich auch schon vorher durch Interviews mit älteren Lesben über 60. Mhm. Und wenn du magst, kann ich da auch einen kleinen... Ich habe noch eine Frage vorher. Du hast eine Katze zu Hause, ja? Yes, zwei. Malt die auch? Nein, die sind einfach nur so süß. Die ist einfach nur so süß. Hast du mehrere Katzen? Ja, ja. Eine sehr clevere junge Katze und ein natürlich eher, clever. Ja. Ich sag jetzt mal, nicht ganz so aufgeweckten Kater. Ach so ein Dummer, ja? Das ist aber jetzt gar nicht ideologisch oder so. Er braucht nur ein bisschen länger, aber er versteht trotzdem alles. Ja. Ja, die junge Katze arbeitet wahrscheinlich an ihrer Autobiografie auch bereits. Ja. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es einen zweiten Band gibt, übrigens, der heißt Tanzen mit Katzen. Wahnsinn. Meiner Ansicht nach handelt es sich um Tierquälerei, also weil es gibt da tolle Fotoaufnahmen, wo Katzen so ins Bild geworfen werden und so machen und das kann man als, aber zurück zu diesem Werk. Nicht. Also worum geht es nochmal? Also es werden einfach Spitzensportlerinnen aus der Schweiz interviewt. Mhm. Im Sinne der Oral History werden diese Beiträge halt eben festgehalten. Ich würde ganz gerne Barbara Ganz vorstellen, Radsportlerin, Bahnradsportlerin gewesen. Das ist deine Kamera, der Mann, der winkt. Der Mann, der winkt, okay. Aber beim Lesen kann ich nicht gleichzeitig in die Kamera gucken, tut mir leid. Jedenfalls, was ich irgendwie so sympathisch fand, war zum Beispiel die Aussage, mein Lebensmotto lautet, ich vertraue auf meine innere Führung und weiß,
weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn ich gefragt werde, was ich mir für mich und die Welt wünsche, dann antworte ich frei nach Peter Maffay: Frieden. Egal was passiert, ich kann nur für mich schauen und nicht überall auf der Welt helfen. Aber ich kann Frieden und Liebe in mir tragen und aussenden. Je mehr Leute das in sich tragen, desto besser. Denn wenn man kämpft, gegen was oder wen auch immer, ist man verbissen und verliert sich im Kampf um den Widerstand. Das fand ich irgendwie ganz nett, weil das irgendwie so eine Aussage auch hat für die heutige Zeit. Irgendwie miteinander ist doch auch im sportlichen Sinne besser als gegeneinander. Und ja, ich hoffe einfach, dass es auch so ein Buch vielleicht noch für deutsche Spitzensportlerinnen geben wird, weil ja, Lesben und Sport und Lesben und Bewegung ist. Wie sieht es denn mit Sponsoring aus bei lesbischen Sportlerinnen? Wie sieht es denn mit Geld irgendwie im queeren Sektor aus? Ja. Schlecht, wahrscheinlich. Wie sieht es mit Geld im Frauensport aus auch? Ne? Ja, ich meine, klär mich auf, wo soll es herkommen? Also ich habe von Sport sowieso gar keine Ahnung. Mich darfst du nicht fragen. Gut, ich bewege mich nur gerne. Ob ich dafür Geld kriege? Nein. Schade eigentlich, oder? Nein, also wir liefern, wir liefern ja auf unserem Heimweg aus. Das heißt, es ist außerhalb der Arbeitszeit. Das machen wir, weil wir einfach vielleicht nette Leute sind. Nee, aber Applaus dafür nochmal, weil ich finde, diese Eigeninitiative muss auch mal gewertschätzt werden. Ja. Wunderbar. Vielen Dank für euren Einsatz. Ja. Toll, dass es euch gibt. Ja, wirklich. Dankeschön. Und du hast ja heute extra bunt angezogen für uns. Das finde ich auch bewundernswert. Nun ist es ja recht unwahrscheinlich, dass man, wenn man in seiner Freizeit noch anonym Bücher ausliefert, dass man dafür einen Sponsorinnenvertrag abschließen kann. Kannst du aber eine Prognose geben, wie, was ist so das Resümee aus dem Werk? Gibt es zumindest in Einzelfällen also messbare Sponsorinnenverträge für lesbische Sportlerinnen? Bei den drei Fußballerinnen, die dort vertreten sind, ist es natürlich so, dass die, zumindest bei einer war es so, dass sie das beruflich jetzt machen kann, hauptberuflich, bei allen anderen nicht, soweit ich das jetzt überblicken kann. Nichtsdestotrotz ist es halt eben als Vorbildfunktion super wichtig, dass es diese Frauen gibt, die halt eben offen sich jetzt haben interviewen lassen und ich hätte mir das früher sehr gern gewünscht, weil ich komme aus Kontaktsportarten, Karate, Tanzen. Oh Gott. Ja. Und dafür gibt es keine Verträge. Ja. Das ist interessant. Ich habe nur so Einzelsportarten gemacht. Also Weglaufen auf die kurze Distanz war ich unschlagbar. Und ja, Tennis mochte ich, weil man einen Zaun hatte zwischen der anderen Mannschaft. Oh ja, ich war früher auch Balljunge. Ja. Gisela, hast du schon von deinem Hoden erzählt auch? Das ja, hin und wieder heute, glaube ich schon. Okay, ne? Vielleicht auch zum Überdruss der geneigten Leserin bereits. Ja. Also vielen Dank. Ja. Also auf jeden Fall scheint das. Also eine Frage hätte ich noch, die stand jetzt auch nicht so richtig auf der Liste, aber sind die alle offen mit Foto oder sind anonyme Interviews auch dabei? Nein, die sind alle mit Foto vertreten. Ja. Das hier ist zum Beispiel noch eine Tänzerin, die fand ich auch sehr spannend. Oder hier eine Kickboxerin. Die sind alle mit Foto vertreten und auch mit Foto aus der Zeit, wo sie aktiv ihre sportliche Karriere gemacht haben. Wunderbar. Vielen Dank für die Präsentation dieses offenbar sehr interessanten und wichtigen Werkes. Ne? Ja, danke. Und mehr davon, ne, habe ich rausgehört. Ne? Auf könnte jeden Fall man, mehr davon. Könnte man in Deutschland oder sonst wo auch mal machen nochmal. Ne? Sehr gerne. Sichtbarkeit ist das Stichwort. Gisela, warum hast du eigentlich heute diese Kappe auf? Das hast du noch gar nicht erklärt. Ah, die klingelt die ganze Zeit. Ja, schön, dass du fragst. Schön, dass du fragst. Ich habe diese Kappe im Wesentlichen auf, weil ich sie erworben habe. Und dachte, ich trage sie mal. Es gibt noch einen ganz kleinen Hintergrund. Tatsächlich werde ich demnächst auch gefilmt als Vertreterin Nordrhein-Westfalens. Und da geht es um Partnerschaften zwischen nordrhein-westfälischen und polnischen Städten. Und leider ist es so, dass es ja in Polen inzwischen solche Landstriche und damit auch kleine Städte gibt, die sich als homosexuellenfrei deklarieren, quasi so als Werbehinweis. Und ich als nordrhein-westfälischer stämmiger Transvestit sollte Accessoires haben, die mein Bundesland repräsentieren. Muss ich mehr sagen? Ein Erftkreis, ne?
So, aber wir kommen gut zu Franz. Hat jetzt keine Sau verstanden, aber ist auch scheißegal. Mach einfach ist egal, mal weiter. Das, aber wenn ihr einfach das Internet anlasst, erschließt sich das eines Tages. Ja. Bitte, Franz, du hast ein Werk von einem schwulen Autor offenbar mitgebracht. Ich würde den tatsächlich... Ich Franz, deine Kamera ist da, wo der Mann winkt. Da ist die Kamera. Da ist meine Kamera. Hier, ich gucke immer hier auf diesen Bildschirm. Da? Das ist ein, ich würde tatsächlich eher sagen, queerer Autor. Ah, okay, ja. Habt ihr ausreichend? Der heißt Joshua Whitehead, ist ein junger kanadischer indigener Autor. Wir kriegen ja immer die Vorschauen. Wir wissen schon immer ein paar Monate vorher, was für Bücher kommen. Und das war schon das Buch, auf das ich am meisten gespannt war. Das Buch hat, ich lese euch den allerersten Satz vor, weil ich bin so ein erster Satzleser. Ich muss irgendwie, mich muss ein Buch gleich reißen und dann mache ich weiter. Das bin ich auch, deswegen habe ich auch neulich eins weggelegt. Ich lege viele dann auch weg. Das Buch beginnt damit, mit 8 wurde mir klar, dass ich schwul bin. Das ist eine gute Aussage für das ganze Buch, weil der wächst, das ist Johnny Appleseed, wächst in einem Reservat auf, weiß sehr früh, dass er schwul ist, lässt es auch früh alle anderen wissen, wird dafür nicht geliebt, wird verfolgt, wird verprügelt, geht irgendwann von da weg, zieht nach Winnipeg, verkauft sich, vor allem über Cam, Sex, und steht gerade, so beginnt das Buch, vor der Frage, dass sein Stiefvater, der ihn auch immer verprügelt hat, ein bösartiger Mensch, dass er gestorben ist und er soll irgendwie zurück, um seiner Mutter zu helfen, und erzählt in den darauffolgenden Tagen, erfährt man viel aus seinem Leben. Und mich hat es unglaublich in Bann gezogen, dieses Buch, weil das Leben, das er führt, ist überhaupt kein schönes Leben. Also das Aufwachsen in diesem Reservat, das ist trostlos. Die Hälfte der Leute trinken ununterbrochen, prügeln sich ununterbrochen. Seine Mutter weiß nicht, ob sie irgendwie zu ihm stehen soll oder nicht. Er hat eine Oma, die ihn sehr unterstützt und hat einen besten Freund, Tias heißt der so eine, den er sehr liebt, das hat mich sehr fasziniert, diese Geschichte, weil sie aus sehr unterschiedlichen Perspektiven immer wieder neu und anders erzählt wird. Der ist heterosexuell, sie haben ständig Sex miteinander. Sie sehen sich auch, als er dann in Winnipeg ist und nee, mehr will ich ja gar nicht sagen. Ah, okay. Aber ich bin wirklich, das ist von all den Büchern, die jetzt in diesem Frühjahr erschienen sind, wirkt für mich mit Abstand das Beste. Auch so, dass ich finde, also der hat Potenzial, dieser Autor. Das ist jetzt nicht kein, also es ist kein Proust. So, der wird noch viel schreiben. Das kommt im Herbst, glaube ich, kommt ein neues Buch von ihm. Das ist ein Debütroman. Das ist ein Debütroman. Ne? Das ist leider auch nur in Deutsch im Moment erhältlich. Also die englische Ausgabe ist zurzeit nicht lieferbar. Aber immerhin. Also so als Debütroman so übersetzt und so. Also, wir wollten auch, der sollte eigentlich im März bei uns gewesen sein. Oh nein, aber das wurde auch von diesem Corona-Ding gesprochen. Nee, das war tatsächlich nicht Corona, weil er musste ins Krankenhaus. Aber ich hätte ihn wirklich gerne kennengelernt, weil ich das sehr faszinierend finde. Ja. Ich finde, also vor allem diese Mischung, die er da macht, also dass er im Grunde unglaublich schlimme Dinge, mir fällt gerade nichts anderes ein, sehr unterhaltsam erzählt. Also er schreibt so, als wäre das alles leicht erträglich. Ja, okay. Das wäre auch meine Frage jetzt ein bisschen gewesen, wieso der Tenor ist. Ne? Ja. Ist es eins von diesen jammerigen Sachen? Nein, oder eben gar nicht. Offenbar nicht, ne? Nein, er jammert überhaupt nicht, obwohl er viel zu jammern hätte. Natürlich. Weil ich meine, auch wie er beschreibt, er braucht dann Geld für die Heimreise und hat dann 12 oder 14 Kunden am Tag. Das beschreibt er so wie so ganz nebenbei und als wäre das nichts. Und trotzdem spürt man oder merkt man, nee, so ist es nicht so das, einfach. Aber er lässt es nicht an sich ran. Also ist so ein, ich mach das jetzt. Und toll. Ja. Cool, vielen Dank. Bitte. Also also auch dir vielen Dank schon mal. Also jetzt wäre eigentlich Applaus, aber die Kameras können das nicht bisher so. Also offenbar, Dankeschön, Jureska. Offenbar zwei sehr, sehr, oh Gott, warum nicht? Cheers. Auf dich.
So, diese zwei Bücher können jetzt nicht käuflich erworben werden, das auch natürlich bei euch im Laden, ja, sondern können jetzt gewonnen werden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und zwar mit einem blauen Herz-Emoji, und dann postet gleich vielleicht noch dahinter, welches von den beiden Büchern ihr gerne haben wollen würdet, und das könnt ihr euch dann direkt im Eisenherz in der Motzstraße abholen. Also, ab jetzt posten. Ja, wunderbar. Ist das aufregend? Ich hätte noch eine Frage, hätte ich übrigens noch. Ja. Ich habe also in meiner mehrminütigen Recherche für den heutigen Event habe ich gesehen, dass es im Eisenherz eine Empfehlung gibt, schwuler historischer Romane. Dazu muss ich sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die allerbesten Erfahrungen mit schwulen Romanen gemacht, aber schwule historische Romane, das interessiert mich doch ein bisschen. Also es handelt sich offenbar nicht um so Mantel- und Degenpossen mit Penis, so, sondern also, es ist das wirklich ein Genre, wo man eine Liste voll hinkriegt mit mehr als zwei? Ich bin hier ganz der Falsche. Nein, weil mich interessieren tatsächlich historische Romane überhaupt nicht. Nee? Wenn du jetzt, ich bei den Romanen, es gibt aber auch nicht so viele historische Romane. Ja, wahrscheinlich. Mir fällt einer ein, so ein Mittelalter-Roman, den ich tatsächlich toll fand. Der ist bei Bilger Verlag erschienen. Der Gaukler heißt der, glaube ich. Das ist ein toller Roman. Ansonsten, ich muss gestehen, dass ich wirklich nur zeitgenössische Literatur lese und tut mir leid, kann ich dir nicht helfen. Also, also es bleibt spannend, aber fassen wir mal zusammen, Leute da draußen in diesem Internet. Eisenherz ist ein wunderbarer Buchladen. Die Menschen da sind total sympathisch, wie wir heute wieder feststellen durften. Es gibt so Listen von schwulen historischen Romanen und ganz tolle aktuelle Literatur, lesbische, schwule, queere und alles dazwischen. Also geht dahin, kauft einfach Bücher. Nicht bei Amazon bestellen, nee, sondern zu Eisenherz gehen. Ja? Genau. Support your local artists and Unternehmerinnen. So. Ja, ganz genau. Wunderbar. Vielen Dank euch. Vielen Dank. Dankeschön. Ihr dürft jetzt wieder gehen. Ja, weil dann kann sie sitzen. Sich nochmal hinsetzen, nämlich auch. Ich habe es auf dem Rücken, Mensch. Toll. Ja. Wo ist mein Sektglas eigentlich? Ach, da. Gisela, ich habe dir heute noch was vorbereitet, weil ich finde, es war mir jetzt viel zu viel Niveau. Ja. Und ach, du hast noch was vorbereitet? Ich habe doch noch was vorbereitet. Ja. Und okay, und da hat nämlich bei unsere, was du mitgebracht hast, meinst du, ne? Das, ja, ne? Warte mal. Und da hat nämlich unsere gesamte technische geballte Kraft hier, hat nämlich Jutta. Sag mal, der Stuhl, Franz, ist so warm gesessen von dir, ist ja Wahnsinn. Was hast du denn für eine Körpertemperatur? Warmer Bruder. Du warst aufgeregt. Hast du dich ein bisschen eingepuschert? Nee, gut, weiter. Okay. Wir haben jetzt Jutta, haben wir, ne? Können wir mal Jutta haben? Haben jetzt die Jutta. Das haben wir. Diesen Jingle haben wir heute bestimmt eine Stunde lang miteinander besprechen müssen. Mit Ingo Spanker, der sich die ganze Scheiße hier ausgedacht hat, weil wir nicht verstanden haben, wann dieser Jingle irgendwie mal gesendet wird. Und das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis, und wir haben uns gewünscht, weil eigentlich wird das Drop genannt in der richtigen Sprache. Weil das andere hieß nämlich Hook. Hook. Aha. Und wir haben uns gewünscht, das ist einfach Jutta und Thorsten zu nennen. Das war jetzt gerade Jutta und Das ist Jutta. Ist das eine süße Maus, die Jutta, ne? Wie die sich anhört. Und ich habe den Text mitgebracht. Das ist ein Büchersendungsklassiker, möchte ich sagen. Oder auch Klassikerin, je nachdem, wie man gendert. Ich würde dir gerne vorlesen, und zwar ist das eine echte Sexanzeige von einem mittlerweile nicht mehr aktiven Gay-Dating-Portal. Ja, aber entschuldige mal, darf ich das mal kurz in die Kamera halten? Ja. Das ist relativ lang für heutzutage Annoncen. Ja, das, ne? Lustige ist ja, dass sich da auch vieles wiederholt. Und wo ist das erschienen? Im Oderblitz? Auf Bareback City damals. Darf man so überhaupt sagen, es gab damals so Portale, wo man Bareback-Sex sich gesucht hat. Das gibt gar nicht mehr, weil mittlerweile machen sie alle Bareback, weil es so ist. So, es darf die Evid jetzt nicht wissen. Ich würde gerne nochmal zurückspulen, mache ich aber jetzt nicht mehr, weil es geht nicht, weil es ist ein Livestream. Gisela. Ach, ich bin jetzt als Konsumentin angesprochen. Du sitzt jetzt vorm Internet und liest meine Anzeige. Ja, wo ist meine Kamera? Da. Bär FF Piss Come Party. 12.09. und 13.09. ab 20 Uhr. Wer Bock hat,
zu meinen Partys am 12.09. und 13.09. zu kommen. Gesucht werden aktive Kerle sowie passive Kerle oder die, die aktiv oder passiv sind. Camps müsst ihr euch selbst mitbringen. Alles andere ist vorhanden, wie Dildos, Gleitcreme und so weiter. Ich stelle 2 Playrooms mit allem, was dazugehört. Übernachtungsmöglichkeiten und Duschmöglichkeiten sind vorhanden. Getränke und Snacks stelle ich kostenlos. Meldet euch. Bitte, aber keine fetten Kerle und die über 60 Jahre alt sind. Adresse gebe ich euch, wenn ihr euch gemeldet habt, unter der Handynummer 0152 5419-7278 oder hier. Anmeldungen, die auf mein Handy eingehen, beantworte ich sofort. Ihr könnt auch in Fetischklamotten kommen oder sie mitbringen. Rumsauen können wir überall und solange ihr wollt. Zu meiner Person. Ich... aktiv-passiv, suche versaute Campis-Fuck, 1:1, Dreier oder Gruppe. Ich stehe auf versaute Bareback-Piss-Sex, ich schlucke Pisse, lass mich in die Fotze pissen, pisse ins Maul und ins Bärloch. Ich bin auch manchmal passiv, aber auch voll aktiv. Ficke Bär, lass mich Bär ficken und so weiter. Handynummer 0152 5419-7278. Anrufen oder SMS. Skat. Nein, dafür stehe ich auf. Ins Maul spucken, deine Füße lecken, Pisse von deinem Körper lecken, von Kopf bis Fuß, Pissschwänze blasen, rumspucken mit Pisse im Maul, sauge Pisse und Kamm aus der Bärfotze, lecke überall, ficke Bär, lass mich Bär ficken, mit Pisse abfüllen, in Klammern Maul und Bärfotze. Wie gesagt, bin passiv und auch saugern aktiv. Meldet euch hier, wenn ich nicht on hier bin, dann unter meiner Handynummer anrufen oder SMS. Es 0152 5419-7278. Bitte keine Tunden oder Kerle, die fett sind und über 60 Jahre alt sind. Ist nicht böse gemeint. I like Baerbeck Piss Sex. So, das war's. Das ist so wunderschön, Jurassic. So wunderschön. Und ich dachte mir jetzt als Überraschung, wir rufen da jetzt einfach mal an. Ja, das ist eine wunderbare Idee, aber nachdem du die Nummer ja schon dreimal vorgelesen hast, könnte die Hotline jetzt überlastet sein, meine Damen und Herren. Aber ich würde einfach mal, willst du nochmal sagen? Und zwar, das ist die erste Null vorwählen. Ja, ich weiß. Ja. Ein Amt, bitte hieß das früher. Und dann 0152 5419-7278. Okay, ich habe jetzt und jetzt. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von 015. Wir sprechen darauf, oder? 5419-7278. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Schönen guten Tag, mein Name ist Jurassica Parker. Ich habe gerade Ihre Anzeige gelesen auf einem mittlerweile gelöschten Datingportal. Ich bin eine saugeile Kammhure und möchte gerne mitmachen. Ja, und du hast Bock, lutschst gerne Schwänze. Ich lutsche gerne Schwänze. Du magst käsige Schweißmaukenleckerei auch gerne. Ja, und ich mag sowieso, also ich fand das schon immer sympathisch, auch von der Wortwahl her, Kamm aus der Bärfotze. Ja, ich lecke gerne Kam aus der Bärfotze. Wenn Sie sich bitte gerne melden möchten, dann gehen Sie einfach auf www.schwutz.de. Dort gibt es eine Bärsex-Abteilung, die direkt an mich weitergeleitet wird. Vielen Dank und alles Liebe. Und da kannst du noch auch ein lesbisches Buch über lesbische Sportlerinnen und die Sponsorenverträginnen gewinnen. Und da wird dann reingewichst. Tschüss! Toll, oder? Mal gucken, ob der zurückruft. Um Gottes Willen, ich bin wirklich eine Heilige. Also wenn ich kein Make-up auf hätte, würde man jetzt sehen, dass ich vornehmst errötet bin, ehrlich gesagt. Ja. Aber wunderbar, wunderbar. Du hast das gefunden, weil du hast sie einfach vertippt damals im Internet. Ich hab mich vertippt. Du hast einfach Kochrezepte gefunden. Ne? Und dann war halt diese Baerbeck-Anzeige. Tatsächlich hat mir das eine Büchersendung-Stammgast irgendwann mal zugeschickt per E-Mail, weil der das so gut fand. Und seitdem lese ich das sehr gerne vor, weil das halt einfach aus der großen Literatur. Wir haben jetzt noch 11 Minuten zu streamen, liebe richtig, Gisela. Noch mal kurz zu erwähnen, da ist die Kamera. Kurz zu erwähnen, wenn ihr heute die Büchersendung ganz süß fandet und auch vielleicht ein bisschen lustig oder anspruchsvoll oder informativ, spendet doch einfach gerne bei spende@paypal.de direkt an das... Nee,
Nee, spende@schwutz.de. An PayPal wollen wir nicht spenden. Die haben schon genug Geld. Stimmt das? Eine Frage an die Regie. Spende@schwutz. Ah, da steht's ja. Da steht's. Ist unten eingeblendet. Wir sind hier alle patent. Genau. Und ansonsten könnt auch gerne persönlich vorbeikommen. Ja. Und Bargeld ist auch schön. Genau. Und wo wir gerade dabei sind, persönlich vorbeikommen könnt ihr nämlich auch morgen am Nein. Pfingstsonntag. Ne? Weißt du, was Pfingsten ist? Ja, da wurde der Heilige Geist ausgeschenkt und alle Völker der Welt konnten sich miteinander unterhalten. Richtig, genau. Wäre Corona ausgebrochen zur Zeit des Pfingstfestes des Ersten, hätte sich Gott das ganz schön sparen können, weil das brennende Zungen direkt ins Gesicht genau. ist ja nicht in Corona. Ja, aber morgen, ne, also Schwammkopf drüber, morgen öffnet das Schwutz seine Pforte nach vorne raus und es gibt einen Abverkauf von unseren erfrischenden Getränken, die wir noch in größeren Anzahl vorrätig haben. Und die vergammeln, ne? Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ja, man könnte sagen, wir nähern uns dem Verfallsdatum, aber so. Ne, das heißt ja nicht tödlich ab, sondern haltbar bis, ne? Haltbar so. Bis, aber genau. Ich meine, Schnaps, der gammelt doch nicht, oder? Man kann doch so einen Wodka auch nach 20 Jahren noch trinken oder kippt sowas um? Nee, ich glaube nicht. Also es gibt sogar auf Salz gibt es ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum, ne, ja. wo man denkt, das hat jetzt irgendwie 260 Millionen Jahre im Kyffhäuser gelegen. Das kann doch jetzt nicht in 3 Wochen schlecht werden. Kann nicht sein. Das kann man doch einfach weiterhin aufs persönliche Frühstücksei. Und da sind wir wieder bei meinem rechten Ei. Da schließt sich der Kreis. Ne? Also kommt morgen alle vorbei. Das ist ja von zwischen 14 und 19 Uhr. Bringt allen Mundschutz mit. Und bitte, ihr lieben, besonders begabten und durchschnittlich und hyperbegabten Homosexuellen da draußen. Ihr müsst das dann kaufen und nach Hause gehen oder quasi in den Park den nächstgelegenen oder in die nächstgelegene Kirche zu Pfingsten und da bitte dann kistenweise Bier und die Hausmarke verkosten. Ach so, ich also dachte, nicht hier bleiben. Nee, ja, wir hier haben doch so einen großen Hof vorne. Ja, da aber gibt weißt du. Da nicht so Parzellen, wo man. Nein. Nee, ja, das wäre schwierig. Da wäre das schon bei der Anzahl der Leute, die sich bei Facebook dafür interessieren, müsste jeder auf so einem Miniaturpflasterschein stehen und Ach kann so. Bereits nicht 1,5 Meter zum Nachbarn oder Gut, der Nachbarin verstehe. Halten. Verstehe. Also dann, aber das wird ganz süß und unser Lager wird auch mal ein bisschen leerer, weil das stinkt auch schon langsam. Ja. Ich sage, ja, oh, das ist ja wirklich toll, dieses Hightech-Zeug. Das ist ja wirklich genau so, wie bei. ZDF. Ich möchte noch sagen, wer von euch das in der Corona-Pause vergessen hat oder eh nicht so doll ist mit dem Gedächtnis, die Adresse ist natürlich Rollbergstraße 26 in Neukölln, meine Damen und Herren. Da kommt man gut mit der U-Bahn hin oder auch mit dem Auto. Ach so, mit dem Auto das halte ich jetzt, das halte ich jetzt für eine Behauptung. Also wenn ihr mehrere Kisten mitnehmen wollt, dann nehmt doch ein Auto. Und kann die Nancy auch mit dem Fahrrad kommen? Die Nancy kann auch mit dem Fahrrad kommen. Ja, die kann auch mit dem Fahrrad kommen. Wenn du Spanngurte mitbringst sozusagen, dann kannst du dir auch noch eine Bierkiste hinten raufschnallen. Aber du trinkst ja keinen Alkohol. Naja, haben wir auch was Antialkoholisches? Ja, Wasser gibt es immer. Sekt? Ne? Sekt. Ach, ja, natürlich, Sekt ist ja wie Wasser. Also ganz ehrlich, Sekt ist ja kein Alkohol. Das erinnert mich dran, ich war mal in Italien und habe eine vegetarische Pizza bestellt. Da habe ich eine mit Salami bekommen, ne? Weil das ist ja kein Fleisch. Ja, ja. So, wie viel haben wir noch? Wir haben noch genau 8 Minuten, liebe Jurassica. Es ist auf jeden Fall dringend notwendig, dass du Lipgloss nachlegst. Das sieht wahnsinnig hinreißend aus. Man sieht auch gar nicht, dass du geschminkt bist, wenn du so nah dran bist. Ich sag ja immer, Lipgloss ist erst genug drauf, wenn es Fäden zieht. Das ist wunderschön. Hast du noch einen Sinnspruch? So, nee, aber du kannst auch mal was vorlesen jetzt. Ich könnte mal was vorlesen? Ja. Okay, dann versuche ich mal Folgendes. Das ist auch eine Einsendung, die hat jemand nachts heimlich in mein Bücherregal gelegt. Und zwar handelt es sich um das Werk Mein Kampf, Dein Kampf von Wiglaf Droste. Da habe ich auch lange überlegt und hatte auch ein bisschen die Hoffnung, dass die Zeit so weit vorangeschritten wäre, dass ich es nicht vorlesen muss, weil, sagen wir mal so, Wiglaf Droste, das wissen wir alle, der hat ja so ein eigenes Genre erfunden. Das ist polemische Satire, könnte man sagen. Also im Zeitalter von Wutbürgern mit Aluhüten hagelt es wahrscheinlich einen dezenten Shitstorm. Aber wie dem auch sei, ich möchte das trotzdem einfach mal vorlesen. Ah ja, da ist meine Kamera.
ich sehe heute wirklich so toll aus. Du siehst hinreißend aus. Kann die Kamera nochmal ganz kurz auf mich, wie schön ich heute geschminkt bin, oder? Ja. Ich bin einfach die allerallerschönste von uns beiden. Ja, was keine so richtig große Kunst ist. Dafür habe ich mehr Narrenkappen auf als du, ehrlich gesagt. Und wir haben auch dicht dran, nicht so dicht dran. Nee. Doch, siehst du die Furche da? Das ist die Magenfalte, das kommt von erhöhtem Alkoholkonsum. Also Wiglaf Drossene, der hat also wirklich so Streitschriften auch verfasst und so und hat sich dann auch zurückgezogen, ne? Also weil es damals in analogen Zeiten halt auch schon und, aber der ist letztes Jahr gestorben und meiner Ansicht nach ein herber Verlust für die deutsche Zeitungsliteratur, überhaupt Veröffentlichungs- und böse Sachen sag Landschaft. Und ich habe ein bisschen per Zufallsgenerator habe ich was ausgewählt und der Titel hat mich erinnert an die Corona-Zeiten. Und zwar heißt es da Lustige Denunzianten. So. Und ja, es geht um Folgendes: Ein Abend mit deutscher Volksmusik. Die Kontrolle am Eingang ist angenehm ungründlich, lässig. Und geschäftsmäßig stehen die lokalen Security-Männer herum. Deren dezent dunkelblaue, Zivilisiertheit suggerierende Anzüge von Hau drauf und Schluss gleich. Gott, ich habe sofort die Zeile verloren. Moment. Schlussgleich Gesichtern Lügen gestraft werden. Geschwollene Muskeln unterm Hemd, Walkie-Talkie in der Linken, warten sie ab, gleichgültig und ausdruckslos wie Bullterrier, bevor Herrchens Pfiff schrillt, Fass. Aber Herrchen pfeift nicht an diesem Abend und so tauchen der Fotograf Oswinitzki und ich unbehelligt ein in die Berliner Deutschlandhalle mitten zwischen etwa 9500 Stück deutsches Wir sind das Volk, Volk, das Abendkleid und Abendanzug trägt oder ganz gediegen und dem kommenden Ereignis angemessen sogar Tracht angelegt hat. Die Trachtprügel fürs Auge sozusagen. Erstaunlich, in welch vielfältigen Variationen man Janka mit Hirschhornknöpfungen und aufgesteppten Eichenblatt tragen kann. Glatt oder Rauledern, in warm schimmerndem Samt, Freizeitgrell oder klassisch Waldgrün, Braun abgesetzt. Auch das Dirndl wird in vielhundertfacher Erscheinungsform vorgezeigt. Aber weit weniger fesch als die Gewänder wirken die stramm und prall darin eingefassten Damen und Herren, deren dauergewellte oder schnauzbestückte Schinkenspeckgesichter sehr sinnlos und traurig aus den Kragen ragen. Ja, bitte? Hast du gemerkt, dass ich brechen möchte. Ja, ja, das merke ich immer. Hast du, ja, das mein bohrender Blick von der Seite. Ne? Ja, das habe ich in Corona-Zeiten in der U8 gelernt. Irgendwie ich habe sozusagen sofort gespürt, wenn einer ohne Nasen-Mundschutz reingekommen ist. Ich bin ja auch ein bisschen zu nah gekommen. Gisela, schau mal, wir haben zwei Gewinnerinnen. Ah, wir haben Gewinner! Ja, die kannst du bitte gerne verkünden. Meine Damen und Herren und sonstige dazwischen Industriegeschlechter, wie unsere gute Freundin von sagt. Wir haben Gewinnerinnen des Wettbewerbs und zwar sind es Annette C.J., Der Tag wird schön und Michael Mayer. Mensch, Annette kenne ich. Michael Mayer ist ein. Ja, Annette kennt er ja auch, ne? Bringt er vorbei. So, und dann noch eine Frage von, guck mal, die Frage noch. Von Flex Balzer auf Facebook. Was muss man posten, um das Katzenmalbuch zu gewinnen? Da muss man posten, dass man eine ungenannte Summe im vierstelligen Bereich unserem technischen Direktor Ingo Spanker überweisen kann und ich möchte. Ich finde, mein PayPal-Account könnte auch gut mal ein bisschen was bestückt werden. Ja, nun ist das Buch aber nicht von dir. Also stimmt, scheiße. Man könnte, dann kann man das erwerben. Und wenn man sozusagen nochmal die gleiche Summe drauflegt und versichert, dass Jurassic Parker und ich hinreißend aussehen, dann kriegt man noch den zweiten Band Tanzen mit Katzen. Süß. Süß, ne? Wir kommen auch langsam schon zum Ende. Ach, schade, Gisela, es wird noch so toll und wirklich. Ich meine, wir können ich würde mal sagen, jetzt einfach, wir arbeiten daran, dass wir jetzt öfter streamen, die Büchersendung. Ja. Und dann möchte ich aber vorschlagen, dass wir die Rollen tauschen, weil du kannst es mit dem iPad, das bekommst du gar nicht hin. Nee, das bekommst du. Das hast du wirklich sehr schlecht gemacht. Was soll ich denn hinkriegen? Echt? Ja, weil du achtest da gar nicht drauf. Doch, am Anfang habe ich noch drauf geachtet. Ja, aber jetzt gar nicht mehr. Okay, dann komm, wir tauschen mal hier Plätze. Wir tauschen jetzt schon mal die Plätze. Ich krieg auch sowieso Rücken. Du wirst sehen, dass das fast auf Bodenniveau ist, dieses Sitzgerät da. Ach so, warte mal. Ja. Ich finde auch, hier sieht man den Bauch auch nicht so, wenn man hier sitzt. Ah ja, das finde ich viel besser. Viel besser. Da kann man auch breitbeinig sitzen und niemand sieht es. Toll.
Gut, ja, dann möchte ich vorschlagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Spendet vielleicht mal einen Euro ans Schwutz, ja? spende@schwutz.de auf PayPal. Auf der Schwutz-Webseite gibt es bestimmt auch ganz viele Links dazu. Ja. Sie können als Verwendungszweck auch mehr Büchersendung angeben. Eben, weil wir wollen das gerne öfter machen, weil Gisela, das hat mir unheimlich viel Freude bereitet. Es macht mir immer so einen Spaß mit dir. Ja, irgendwie Tito, so, weil, also, ja. Und dann hast du auch noch die Perücke, die dir so gut steht. Und so. Ich bin heute sowieso also wirklich die schönste von allen. Und wenn ihr das alle gemeinsam ermöglicht, dass wir das hier weitermachen dürfen, dann lese ich nämlich auch noch vor aus dem Damenkonversationslexikon von 1853. Vielen Dank. Alles Gute für euch und wir sagen tschüss. Und jetzt kommt das Outro aus der Regie, möchte ich sagen, oder? Der hat noch gar keinen Namen, ne? Nennen wir ihn Hans-Petra? Das Outro ist Hans-Petra. Hans-Petra. Welche Kamera winken wir?